Ja, moin zusammen, hallo, ich grüße euch, ich hoffe euch geht es soweit gut. Morgen und Sonntag stehen die nächsten Testspiele an. Morgen Abend das Innovation Game im Telekom Cup 2020. 19 Uhr ist Anpfiff gegen AC Milan. Diverse Spieler sollen wohl verkabelt werden mit Mikros und Kameras. Alles Schnickschnack. Von mir aus, Rhein Energiestadion soll so gut wie ausverkauft sein. Mega, ich erwarte eine geile Stimmung. Geile Fans. Die Italiener starten, glaube ich, erst im September, wenn ich jetzt recht informiert bin. Entschuldigung, falls ich was Falsches sage. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir morgen nicht irgendwie sang- und klanglos 3-0 verlieren, sondern ich gehe eher davon aus, dass wir kontrolliert, sicher, stark, offensiv nach vorne spielen und das Spiel auch gewinnen werden. Die viele Jungspieler wie Dietz, Schmid, Suchanek und Co., die werden morgen sehr wahrscheinlich nicht mehr zum Einsatz kommen. Schwebe und Horn sollten das Tor hüten morgen und auch Sonntag, wenn das nächste Testspiel gegen die Kickers Offenbach ansteht. Ich gehe davon aus, dass jetzt so langsam Baumgart so aufstellen wird, wie er denn auch starten will in Regensburg und oder gegen Schalke. Klar wird der ein oder andere, der in der zweiten Reihe steht, aber nah an der Mannschaft ist, auch jetzt nochmal seine Chance bekommen. Es soll wohl weiter im 60-30-Minuten-Takt gehen. Also die einen dürfen 60 Minuten spielen, die anderen nur 30. Kann man halten, was man möchte. Wenn das jetzt so aufgeteilt wird mit morgen und Sonntag, dass das fair bleibt, ist es cool. Ansonsten die immer nur 30 Minuten spielen, weiß ich nicht. Ist ein bisschen ungünstig, unglücklich für die, ne? Ein Hector, ein Thielmann, ein Adamian, die sollen jetzt auch spielen. Zumindest diverse Minuten, ob es jetzt nun 30 sind oder 60 sind, weiß ich nicht. Tickets wird wohl noch geschont, da will man jetzt noch ein bisschen aufpassen. So heißt es, ne? Gut, bei Skiri hieß es auch, der spielt gegen Lustenau und die Grasshoppers Zürich nicht. Und gegen Zürich hat er gespielt, was mich natürlich oder jeden von uns gefreut hat. Umso eher er fit ist, umso besser ist es für uns. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir morgen dann mit Modest und Adamian starten werden. Ansonsten ist jetzt schwer zu sagen, wie jetzt Baumgart tatsächlich aufstehen wird. Ob jetzt Schmitz spielt oder Easy auf rechts. Ob Hector starten darf. Wenn er soweit fertig und ready ist, kann ich mir schon vorstellen, dass man ihn halt auch beginnen lässt und nicht erst einwechselt. Hübers wird spielen, ob jetzt Kilian auch neben ihm spielt, weil der soll auch zurückgekehrt sein, oder Chabot, weiß ich auch nicht. Wenn Kilian jetzt spielen kann, sollte Kilian auch spielen, damit er halt sich morgen und vielleicht, wenn er dann auch Sonntag mit ran darf, dass er sich halt da die Sicherheit wiederholt, dass er wieder irgendwie spielfit wird, um dann halt dann im letzten Test möglicherweise dann auch wieder durchspielen kann gegen den holländischen Vertreter aus Nijmegen, bevor es dann halt im Pokal ernst wird in Regensburg. Zu den beiden Spielen ist Magenta TV, kostet natürlich wieder Asche, aber ihr könnt auch einfach Google öffnen, Magenta Sport eingeben und dann kommt ihr auf eine nächste Seite, die Streaming-Seite sozusagen, und da soll das Spiel Köln-Mailand morgen ab 18:30 / 19 Uhr Anpfiff denn kostenlos live übertragen werden. Ne? Und am Sonntag gegen die Kickers Offenbach, da weiß ich jetzt gerade gar nicht, wann Anstoß ist, zeigt das TV, Hessischer Rundfunk, HR, oder halt hessenschau.de, oder warte, lasst mich eben gucken, wie heißt das? Ja, hessenschau.de, da könnt ihr das Testspiel dann halt auch live und kostenlos verfolgen. Ansonsten gibt es soweit nichts. Wir sind im Grunde alle fit, bis auf Tigges, der vielleicht ein bisschen hinterherhängt, sind auch alle wieder gesund, auch ein Duda, ne, nach seinem Urlaub und Corona-Erkrankung soll da wohl jetzt auch wieder mit einsteigen. Ob Duda jetzt morgen oder Sonntag jetzt irgendwie mitspielen darf, keine Ahnung, wird man dann letztendlich sehen. Ich glaube jetzt auch nicht, dass ein Duda und oder Andersen da jetzt irgendwie viel Spielzeit bekommen. Baumgart sollte denn sein Hauptaugenmerk dann halt auf Modest und Adamian und Lemperle setzen, als jetzt zwingend auf Andersen und Duda. Auf der 10 kann Uth spielen, kann Ljubicic spielen, kann Thielmann spielen, kann aber auch Adamian spielen, falls Modest und Lemperle dann starten sollten. Also wir haben halt genug Möglichkeiten halt aufzustellen. Ich gehe aber davon aus, dass wir auch mit zwei Stürmern spielen, also mit einer 6. Also werden sich Skiri und Martel das Spiel vielleicht teilen, maybe, auf den, ja,
Halbposition hast du denn, wie gesagt, auch wieder ein Überangebot mit Kainz, mit Meiner, mit Thielmann, mit Ljubicic, mit Hüseyin Basic. Ist echt interessant zu sehen, wie Baumgart jetzt die beiden Spieler aufteilen wird, weil, wie gesagt, 60-30 soll das wohl jetzt weitergehen, dass viele halt 60 Minuten spielen dürfen in dem einen Spiel, andere nur 30 und in dem zweiten Testspiel am Sonntag ist es dann vielleicht genau umgekehrt. Letztendlich werden wir sehen, was Baumgart und Co. sich da halt ja ausgedacht haben. Kann auch sein, dass zum Beispiel so ein Kainz morgen und Sonntag also wenig spielt, aber dann spielt er halt in Regensburg Stamm. So, kann genauso sein, weil man weiß, was man von ihm hat. So, muss jetzt nichts heißen, weil einer morgen und Sonntag weniger spielt, dass er jetzt gegen Regensburg nicht starten darf. Ne? Ja, im Grunde wäre es das eigentlich schon wieder, weil so anderes gibt es jetzt halt nicht. Modest Berater hat jetzt nicht diverse Teams herangeholt. Keine Ahnung, vielleicht müssen die noch irgendwie aus Asche emporsteigen. Ja, ist eine Story für sich. Ich wollte auch überhaupt nicht mehr damit anfangen, aber ja, also entweder schläft der Berater noch jetzt hier mittags um zwei und wird gleich erst wach und fängt dann irgendwie an, irgendwie zu googeln, wer könnte denn noch einen Stürmer gebrauchen und wer bezahlt denn auch die Kohle, die Toni will. Aber gut, lassen wir das. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir morgen gegen Mailand gewinnen. Am Sonntag gegen Kickers Offenbach gehe ich auch davon, ich gehe immer davon aus, dass wir gewinnen. Ist ja ganz klar, völlig egal, wie der Gegner heißt. Aber ist ja mal so eine Sache, auch die Kleineren haben es drauf. Und zuletzt haben die Schalker, nachdem sie ihre drei, vier ersten Testspiele auch gewonnen hatten, dann auch gegen den SV Meppen jetzt irgendwie 3-1 verloren. Also es kann halt jeden treffen. Ne? Aber wie gesagt, es ist auch eigentlich egal, ob du so ein Testspiel gewinnst oder verlierst. Es kommt halt darauf an, dass du eine gute Leistung zeigst und dass du dich einspielst. Das ist halt das Wichtigste. Ne, ob du denn Larifari spielst und 5-0 gewinnst, da hast du als Fan ich auch nichts. Da renne ich auch nicht rum und sage, geil, wir haben irgendwie Kickers Offenbach besiegt, 5-0. Aber eigentlich haben wir nur Scheiße gespielt. Ne? Von daher, gut, das war jetzt mein kleines Video für morgen und für Sonntag. Natürlich werde ich nach dem Spiel morgen gegen Mailand und nach dem Spiel am Sonntag gegen die Kickers Offenbach wieder eine Analyse machen zum Spiel. Ich versuche mich da kürzer zu halten als zuletzt, wobei viele von euch freuen sich auch, wenn ich das ein bisschen ausführlicher und länger mache. Ja, ich muss mal gucken, wie viel es halt zu bereden gibt und was ich dann halt auch erwähnen will, weil ich kann euch jeden Scheiß muss ich halt auch nicht erwähnen. Chance hier, Chance da, Banane nicht gemacht, fertig. So, nächstes Thema. Gut, meine Lieben, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ja, falls ihr Fragen habt, klatscht die Kommentare voll. Ich versuche euch alles so gut und schnell es geht zu beantworten. Ja, und dann freue ich mich generell wieder von euch zu hören, was eure Meinung zu den beiden Testspielen sein wird. Besonders halt morgen vor fast ausverkauften Haus. Ich glaube, ganz wenige einzelne Karten soll es wohl noch geben, Stand jetzt. Aber ich gehe davon aus, dass morgen wohl die Hütte voll ist. Und dass der AC Mailand dann auch sang- und klanglos gegen uns untergehen wird. Aber es ist davon auszugehen, dass wir gewinnen werden. Also meine Meinung ist das. Ich gehe davon aus, dass wir morgen das Spiel gewinnen werden. Haut mir sonst gerne auch eure Tipps rein, was ihr denkt. Oder ist Mailand doch weiter, als ich denke und sage, und wir doch morgen 3-0 verlieren und keine Chance haben. Ich weiß es nicht. Für meinen Freund FC Fabio, ich wünsche dir morgen viel Spaß. Leider kannst du Ibra ja nicht live sehen, aber vielleicht ist er ja dabei. Und weiß ich nicht, mit einem Roundhouse-Kick oder sowas schießt er dir deine Icon-Cappy vom Kopf oder sowas und du kannst dann behaupten, Ibrahimovic hat dich gekickt. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht siehst du ihn ja morgen, vielleicht ist er ja dabei. Ich würde mich freuen für dich. Gut, macht's gut, bis morgen Abend, haut rein, tschüss.